smell it. Brooklyn bounce. Alex M. Braucht ihr etwas? Ort bekannt. Wie lautet der Plan? Unsere Werkzeuge sind bereit. Ziehen jetzt los! Stehen zur Verfügung. Gebt uns etwas zu tun. Euer Gnaden, wir sind einsatzbereit. My Lord, wie können wir dienen? Baumeister zu Diensten. Uns etwas zu tun, euer Gnaden. Wir sind einsatzbereit. My Lord? Wie können wir dienen? Ziehen los! Baumeister zu Diensten. Braucht ihr etwas? Wie lautet der Plan? Unsere Werkzeuge sind bereit. Stehen zur Verfügung. Gebt uns etwas zu tun. Euer Gnaden? Wir sind einsatzbereit. My Lord? Wie können wir dienen? Baumeister zu Diensten. Braucht ihr etwas? Wie lautet der Plan? Unsere Werkzeuge sind bereit. Bewegen uns! Brechen auf! Stehen zur Verfügung! Gebt uns etwas zu tun! Baumeisterabteilung zieht los. Ja, Sire. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Wir sind einsatzbereit. My Lord? Ich tue, was ich kann. Waffenbrüder, vorwärts! Wir sind verwirrt.
eure treuen Bogenschützen. Ich bin verwirrt. Ein ganz schön langer Marsch ist das. Wie lautet der Plan? Unsere Werkzeuge sind bereit. Stehen zur Verfügung. Gebt uns etwas zu tun. Euer Gnaden? Zeit für mich zu gehen. Ich gewinne nichts, wenn ich hier und heute sterbe. Ich habe sowieso genug von diesem verpesteten Land. Ja! Gut gekämpft, Ritter. Ich denke, dass wir den Bullen so schnell nicht wiedersehen. Zeit, dass wir uns dem Verräter Edwin widmen. Matthew, ihr müsst sofort zurückkehren. Olaf hält Sir William als Geisel. Er hat ein Lager südlich unseres Klosters aufgeschlagen. Unser Kloster. Jakob, was ist denn? Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Aber unser Kloster liegt in Trümmern. Sie haben alles geplündert und es dann angezündet. Unser Lebenswerk ist vernichtet. Das reicht jetzt. Sagt Olaf den Kampf an, Matthew. Ich gebe euch so viele Männer wie möglich. Ich selbst muss hier bleiben, um zu retten, was ich kann. Wir werden uns später um Edwins Verrat kümmern. William war immer zu vertrauensselig. Das wurde ihm jetzt zum Verhängnis. Es war unklug von ihm, Edwin als Verbündeten zu wählen. Jetzt bin ich es, der die Scherben aufsammelt.